Wir sind wieder zurück bei Rainbow Six Siege. Und, wir spielen jetzt wieder Geisel, ne? Hier Team Geisel-Dinge. Ja, hallo. Ja. Kannst du mal den Platz wieder freigeben, den nehme ich immer, das wäre sehr lieb. der Ben nimmt immer unsere Klassen, ne? Aber ich habe den Platz immer, das wäre sehr gut, Ben. Leute, sechs Sekunden. Beeil dich, Ben. Wir haben uns so an die einzelnen Klassen gewöhnt, Ben. Ich hab nur du hast die einzige. Das ist der einzige, den du hast? Ja, ich muss noch freischalten. Ja, muss ich auch. Ja, ich würde mal sagen, dass wir jetzt diese Runde spielen und danach mal rausgehen und da mal ein bisschen aufrüsten, oder? Tut mir leid, Ben. Das wäre ganz gut. Magst du nicht noch? Ja, kannst ja später noch eine andere Klasse mal kaufen, dann kann man mal durchswitchen, aber. Ja, aber ich spiele wieder gegen die gleichen wie letztes Mal, ne? Ja, selbes Team. Der letzte. Aber diesmal. Mit dem Unterschied, dass wir gewinnen. Ja, ja. Gute Motivationsansprache, Patrick. Mach mal ja, wir haben das super gemacht. Natürlich. Wir haben das super gemacht. Aber guck mal, was das halt ausmacht, wenn wir wissen, wo das Ziel ist, ne? Das ist ja total der Unterschied. Kommt, Freunde! Reibt doch mal die Hände, komm doch einmal richtig da! Die Hände polieren! Ich hoffe, der reibt sich nur die Hände. Ich vergessen die Runden, ganz ehrlich. Was? Wenn du nicht weißt, wo das Ziel ist, kannst du die Runde eigentlich komplett kicken, weil du kannst gar nichts machen eigentlich. Findet ihr, dass man das Spiel mit CSGO vergleichen kann? Ja. Ich finde es besser als CSGO. Ja, auf jeden Fall. Durch die ganzen Gadgets halt, ne? Ja, und halt die Möglichkeiten, die ganzen Karten zu verändern, sag ich mal, ne? Verändern, in Anführungszeichen. Ja, ist ja richtig. Ah. Dürfte ich mal spielen jetzt hier, oder was? Ach, der Dennis, der lädt noch. Na, Dennis, kauf dir mal einen neuen PC. ich bin ja in der Übersicht gerade. Ich bin in der Übersicht. Wo alle Klassen stehen. Ja, aber bei dir steht lädt. Wo das denn? Was auch immer der lädt. Lädt so gerade, das dauert manchmal ein bisschen länger. Nein. Dann schreiben die Leute wieder so, ja, deine Mutter lädt irgendwie. Naja, gut, ich sag's nicht. Aber warum steht hier 4 von 5 Spielern jetzt? Ja, weil. Hey, bei denen lädt auch noch einer. Och, Leute. Leute. Was seid ihr denn so lahmarschig? War doch sonst auch nicht so. Das geht jetzt gleich. Guck mal hier. Wunderbar. Okay, Keller, erster Stock, wer fährt wohin? Ich fahr Keller. Alles klar. Erster Stock. Dann bin ich Erdgeschoss. Ja. Dann muss ich ja nichts machen. Zweiter Stock. Ey, wer hat sich da vorgedrängelt, ey? Patrick, ey. Na, guck mal, der Dennis hier, ey. Okay, erster Erdgeschoss ist nichts. Okay, Teddy erster Stock, Leute, erster Stock. Jo, fahrt alle hoch. Ich kann nicht so schnell hochkommen, ey. Echt? Nee, ihr müsst halt alle. Da ist die Treppe. Ich kann nichts markieren. Hallo. Hochspringen. Aber noch nicht das Ziel, wir haben noch nicht das Ziel. Ja, nice. Fahr hier drunter durch, fahr hier rein. Oh, diesmal mit Geisel. Dann rechts. Okay, die ist dahinter. Ich hab so viele Feinde markiert. Super, wir haben die Geisel, Leute. Super, sehr gut. Aber gibt es eigentlich auch andere Modi, die man online spielen kann, oder gibt es immer nur diesen? Es gibt locker einmal und dann gibt es noch Ranglisten-Modi. Wie immer nur diesen, was meinst du? Also, ich meine, es gibt ja die Maps hier und dann gibt es ja einmal dieses Zonending, ne, dass es eine Zone gibt. Ja. Dann gibt es einmal Geisel und Bombe. Bombe, das war's. Ja. Okay, verstehe. Es kann ja sein, dass noch neue Modi hinzukommen. Nee, Team Deathmatch gibt's nicht. Fände ich aber auch scheiße, ehrlich gesagt. Ja, nee, halt einfach nur so just for fun, muss man ja nicht so. Ja, dann kannst du ja Terroristenjagd machen. Terroristenjagd müssen wir unbedingt mal spielen, das ist gut als Training, ey, das ist mega. Brauchen kein Training, Mann. Doch, aber das könnte man halt auch mal zeigen, weißt du? Hier ist nicht auf dem Dach, Leute. So, wunderschön hier. Fenster. KI spielen finde ich ein bisschen low. Hä, was ist das denn? Alter, Megabug. Was hast du jetzt? Wir müssen wieder durch mehrere Seiten gleichzeitig. Ich bin durch das Haus. Die hören dich, ne? Ja, das hatte ich an der Stelle auch mal. Ja, ist aber nicht so geil, wenn wir vom Dach kommen. Da müssen wir schon langsam. Ben, wir haben uns lang nicht mehr nebeneinander in die Luft gesprengt. Ja, geil, ich bin runtergefallen. Ernsthaft? Ja, mal wieder. Okay, Dennis? Ich bin hier in. Du hast ja den Sniper, ne? Komm mal her. Ja, hier kommst du nicht durch. Nee. Kannst nicht. Doch, ich komm da durch, pass auf. Auf der anderen Seite kann ich eine. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Ich glaube, das Ding kannst du gar nicht kaputt machen. Du setzt dich jetzt hier hin. Genau hier. Packst dein fettes Visier drauf, wir sprengen da durch und du guckst erstmal rein. Bist du dir sicher, dass du das kaputt machen kannst? Ja, ich kann das kaputt machen. Dann natürlich. Ach, das ist von diesem Castle, ne? Ja, dann gib mal erstmal eine Sicht, danke. Okay, ich warte hier auf der anderen Seite, okay? Dickere, hol mit dem Baby. Ich könnte auch noch eine Granate spreng noch. Erstmal da durch, Bronze. Spreng, Bronze. Ich hab eben in der Ecke auch schon ausgesprungen. Patrick, okay. Geh direkt an die Wand hier, du bist zu nah am Fenster. Da. Ah, geil. Bronze. Ich bin tot, aber ich hab extra gemacht. Safe. Go. Ich seh nix. Moment. Wartet, Patrick, geh weg, nicht verraten. Ich seh ihn. Hab ihn. Er ist. Patrick, geh mal rein und schieß ihn um. Nein. Du weißt nicht, wer da noch ist. Unten auf dem Boden. Okay, und wieder weg. Sehr gut, Leute. Auf wen hab ich denn jetzt geschossen? Fuck.
Aber ich hab nichts gesehen. Ist da die Geisel? Ne, wir haben gar keine Geisel hier, oder? Doch, die Geisel ist da drin. Habt ihr nicht, deswegen aufpassen, wo ihr hinschießt. Ja, ich meinte ja, Dennis, wo ist die Geisel da? Siehst du die? Hey Tobi, was ist passiert? Alter, ich dachte, der hat gerade sein Seil ausgepackt, aber ich habe das dritten losgelassen. Kann jemand den Tobi wiederholen? Nee, Quatsch, macht weiter, ihr seid ja schon gut dabei. Bist du schon reingegangen gerade? Hä? Oh, Patrick! Oh Gott! Ich war's! Nein, der Typ war... Ich hab den Typ auch erschossen! Ja... Alter, was ist der Geisel ein Headshot gegeben? Ah, fuck, ey! Es war voll dunkel! Das sind alles so Flüchtigkeitsfehler, ey. Wir haben den Angriff so gut gestartet. Ich hab die Geisel nicht gesehen, weil mein Monitor so dunkel ist. Wie konntest du die nicht sehen, weil Alter? Weil es so dunkel ist bei mir. Ich muss das Spiel ein bisschen heller machen. Mann, die hat doch geleuchtet wie sonst was. Ja, Kevin, jeder hat das anders eingestellt bei sich. Konzentration. Ja. Aber das ist halt so schade immer, weißt du? Das ist schade! Ja, ich weiß. Ja, da bringt doch nichts, wenn du mit Nachbarn. Ja, sollen wir jetzt diskutieren oder was? Fick dich. Wenn ich doch den Gegner sehe und er sieht mich nicht, dann schieße ich doch drauf. Ja, können wir jetzt aufhören zu diskutieren und die nächste Runde? Nein, wir müssen das ausdiskutieren. Okay, dann treffen wir uns jetzt alle auf dem Hof und lassen die Geisel weg. Ja, die ist doch tot. So, absafen, Holzwände. So, jetzt dürft ihr auch die Geisel nochmal töten. Okay. Nein, du, nee, Tobi, du hast schon einmal. Tobi hat schon. Sehr gut, die waren das safe. Ich hab ihn getötet hier. Ich hab ihn erlöst. Ah, siehst du? Leute, ich leg die Westen hin, ne? Bei der Geisel. Direkt. Von dir zieh ich keine Weste mehr an. Dann machst du es halt nicht. Dass man die Geisel nicht bewegen kann, finde ich. Ja. Dass man die nicht schieben oder so. Ja, dass man die irgendwo an eine Stelle hinsetzen kann. Achso, hä? Ich hab nur eine Barrikade. Leute, ich brauche hier noch zwei Wände. Ich hab noch eine. Wuschel. Okay, ich nehme mir doch so eine Weste. Soll ich hier zumachen, Curry? Ja, mach mal zu. Leute, die Dinger fliegen hier drin rum. Ja, dann schieß die doch. Weil die fliegen alle auch. Hier, zack. Kann noch jemand an der Wand? Nee, ich kann nicht mehr, leider. Kann keiner mehr an der Wand? Ich hatte nur eine, Tatsache. Dann bleib ich hier sitzen. Bonze, kannst du noch eine Wand machen? Nein. Okay. Gut, dann mach ich hier zu. Okay, Leute, die kommen, ne? Okay, rechts ist schon hier am Fenster. Okay, ich ist da schon jemand? Position einnehmen, Leute. Patrick, ich mach die Tür hier. Was denn? Ich hab die Tür im Auge. Ja, aber zwei Leute hier in dem Raum, das ist ja in Ordnung dann, oder? Ja, aber du brauchst ja nicht auch auf die Tür gucken. Guck da jemand. Ich guck so aufs Fenster. Bei Tobi. Ja, bei mir geht was ab. Renn mal weg hier. Wir haben da irgendwas. Okay, da ist ein Schild, Patrick. Ein Schild? Ja, Schildtyp haben die. Hast du Bonze? Twitch eliminiert. Wow. Schade, Patrick. Ah, fuck, ich dachte, ich hätte ihn gekriegt damit. War das bei dir, Curry, die Sprengung? Ja, das war mir. Ja, das war ich. Behaltet einfach eure. Wow! Hinter dir, ja. Und was passiert? Ist hinter mir was? Ja. Ja, was denn? Wohl weggesprengt. Behalt einfach die Tür im Auge. Ja, aber wenn hinter mir nichts mehr ist. Ja, gut, Ben. Ja, aber was willst du machen? Aufstehen kannst du jetzt auch nicht. Wer kommt? Nein! Oh, ich hasse diese Schildtypen. Ich muss da ein bisschen ruhiger werden bei den Typen. Ben, bei mir, Ben. Ja, ich gucke. Klar, drei Schüsse. Curry, sag, wenn du Hilfe brauchst, ne? Ja. Die haben mich. Ich bin tot. Der kommt bei mir durch die Tür, Ben. Boah, Schild und Blend. Ich bin blind, Alter. Alter. Da kommt ein Schildtyp. Ey, wie hat der das gemacht, ey? So krass. Tür, Tobi. Boah, fast. Hast du den? Den mit dem Schild habe ich nicht. Ja, ihr müsst den zu zweit angehen, sonst packt ihr den nicht. Das ist ganz schwer. Rechts ist. Sehr gut, Tobi. Sehr gut, Tobi. Rechts. Sehr gut, Tobi. Ah, aber ich hab zwei geholt. Du hast zwei damit geholt. Oh, das sieht gut aus. Geh den Tobi. Hol den Tobi. Wo sind die anderen beiden? Da kommt einer mit dem Schild durch. Ich bin bei dir, Bronze. Nein, langsam. Nice. Ruhig. Komm zu mir. Ah, Tobi ist tot. Ah. Schade. Das war der Schildtyp, ne? Schildtyp, ey. Ja, die sind, wenn du die Klasse gut spielen kannst. Zwei Schildtypen hatten? Guck mal, der hat auch fast die Geisel getötet. Der hat aber Glück gehabt, ey. Der hatte richtig Glück. Ich hätte den am Anfang mit C4 kriegen müssen, eigentlich. Ich nehme auch mal das Schild jetzt. Montage. Ich glaube, ich hole mir auch mal eine andere Klasse. Ein bisschen Abwechslung hier. Ich weiß nicht, ich finde die Runden immer so geil, so spannend einfach. Ja, ey. Klar. Oh, geil. Ja, ich lag aber ungünstig, ey. Mist. Ja, du lagst sehr ungünstig. Du hättest da direkt wegcrouchen müssen, als du gesehen hast, dass das aufgeht, weißt du? Ja.
Ja, ich habe da noch ein Giftgas-Ding hingeschmissen und dachte, ich kann die noch zünden, aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Aber Tobi, okay. Killermann liegt ja da und ballert alles rum. Boah, und dann wieder. Cool, der Schilder. Ja, meine Dings habt ihr getötet, ne? Meine Wand, oder was das war? Ja, nee, ja, Strom. Ja, genau. Wenn die damit nicht rechnen, die da reinballern, ne? Oder reinlaufen, ey. Schon nice. Ja, gut, wer rechnet damit schon? Mein Spiel des Jahres neben Battlefront, finde ich. Weil das, das ist halt eine Überraschung, ne? Mega der Überraschungshit einfach. Ja. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich habe so einfach gedacht, ja, Rainbow Six, okay. Ja. Neues COD mit bisschen Taktik, aber ey, ist überhaupt nicht so. Ich hab's die ganze Zeit gewusst, Mann. Der Fan in der Bund gewesen. Auf Bild.de. Okay. Technikabteilung von der Bund, ne? Ja. In der Bond sitzt er so. Okay, ich fahr nach oben. Hä? Okay, das war mal nicht derselbe Raum von gerade. Tobi, was geht? Oben ist niemand. Keller. 10 Sekunden. Ich hab einen Teddybär gefunden. Keller. Ja, ist jemand im Keller? Ja, wir sind Kevin und ich. Nee, das war kein Keller, Patrick. Hä? Ist das hier ein... Das ist doch der Keller. Ich war nicht im Keller. Doch, warte mal, wir haben Gegner markiert. Guck mal, da sind welche markiert. Ich hab alle drei markiert. Wie kann ich das Ding denn jetzt ausfallen? Hast du die angepinkelt? Ja. Ach, guck mal, jetzt hab ich auch das... Oh, hier kann man rein hier hinten bei mir. Was ist das denn? Nee, lass mal. Ey, hier hinten ist eine Tür. Patrick, guck mal eben auf mein Schild. Warte, Tobi, ich komm mal zu dir. Was passiert, wenn ich das drücke hier? Sorry, komm mal, das klappt aus, also das oben Schutz über deinen Körper, also über deinen Kopf hinaus und unten an den Füßen noch. Gedrückt halten, alles klar. Und zur Seite, also es klappt komplett einmal um deinen Körper quasi. Da jetzt rein, da kommt er aber nicht durch. Das heißt, ich bleib jetzt die ganze Zeit hinter Kevin. Ey, hier unten bei uns, ne? Curry. Bei uns ist eine Holzwand. Ja, wir brauchen euch hier. Wir brauchen jemanden, der den Dings gefunden, wo die sind. Ja, wir sind auch, wir kommen durch die Kellertreppe. Genau. Ja, wir kommen auch immer, der uns das hier wegspringt. Was ist? Zu euch kommen. Was ist? Was ist Bronze? Die sind hier direkt unter der Treppe, Vorsicht. Dann okay, Patrick, du musst mit mir mitkommen. Ja, ich sag ja, ich bleib hinter dir. Ja, aber nicht zu dritt. Ich kann nicht schießen, ne? Ihr müsst schießen. Ich hau jetzt eine Flash rein, okay? Ja, go. Okay, weggucken. Ich geh rein. Wir gehen da rein. Bronze, geh in Deckung. Boah. Lass mich. Wo ist er? Patrick. Wow. Ja, kacke. Können wir nicht von oben irgendwie noch... Boah, das ist doch kacke so. Ja, die haben da, ich fahr da gerade durch, okay, die haben da so ein Schutzding. Und lass mal den Mann mit dem Sniper da hingehen. Oh, hier ist eine Luke, wer mit mir gehen möchte? Oh ja, super. Wenn du hier hingehst, bist du tot, Dennis. Ich geh zu Tobi. Ich hoff's nicht. Einfach mich, Curry. Sprengung, 3, 2, 1, Penis. Oh, falsch, warte. Tobi. Liegen da alle unten, ne? Ich muss mal von der anderen Seite kommen. Ah, ja, da ist einer, der ist... Bei dir, genau unter dir. Moment, Tobi. Ich hab einen Granatwerfer. Geht mal weg. Fuck you, Alter. Drei. Oh, Alter. Jawoll, mobiler Schild zerstört. Sehr geil, sehr geil. Passt auf die Geisel auf. Ist nur einer, Patrick. Ja, ich würde gerne wieder zu euch eigentlich kommen. Kevin, kannst du noch Hilfe gebrauchen? Ja. Boah, Alter, wie dein Schild aussieht. Zwei stehen hier offen. Okay. Da schießt er nämlich. Nein! Ja! Oh, Alter. Ich bin zwei Leute, ey. Boah, das kann doch nicht sein. Ey, was? Der ist so... Oh Gott. Ach, ich hätte es nicht machen sollen. Du hättest da weiter ablenken sollen, Kevin, und... Boah, was? Das ist so krass. Der hat mich auch getroffen. Der sieht nur deine Rüstung, da hat er dich schon. Aber das mit der Luke war eigentlich eine gute Idee. Ich hab den auf seinen Kopf geschossen, aber... Hä, der hat durch die Kiste geschossen, Alter, wie krass. Toll. Boah. Geil. Absolute Niederlage. Bitte rausgehen. Ja. Ja, gehen wir raus. Über sich gehen. Schade, ich hätte nochmal gerne irgendwie gespielt, aber egal. Was macht ja nichts. Heute ein kürzeres Völkchen, oder was? Hey, warum? Wir choppen jetzt neue das Klässchen hier mal. Rüstet mal auf deine Runde. Ich hab gar kein Geld. Ich lade euch schon mal ein. Yo, Shopping-Tour! Ich lade euch schon mal ein. Geil, ey. Wo war das nochmal? Hier bei Operator, ne? Genau. Bei Imperator. Was ist mit mir? Dennis, nein, du bist einfach nur eine Sturmtruppe. Du bist nicht der mit dem... Doch. Bronz, was hast du jetzt für Klassen? Deinen neuen Operator freischalten. Gibt es was ich kaufen sollte? Ja, aber was hast du für welche? Puls. Puls können wir eigentlich schon mal... Den können wir eigentlich schon mal weg... Das kannst du vergessen. Ja, es geht, also... Was hast du noch? Störgerät.
Hörgerät. Hörgerät. Ich, was heißt ich nehme den Jäger als Verteidiger, ja? Den Jäger. Mach den mal Mute dann, Patrick, okay? Ja, genau, das ist dieses Verteidigungssystem, genau, den kannst du mal. Aber Mute ist quasi meine Hauptklasse. Ah, ich habe zu wenig Punkte. Das ist ein bisschen blöd. Kann sich jemand den Jäger, also den Jäger habe ich auch, ne? Den Jäger? Soll ich mir den kaufen, oder was? Ja, hat jemand Ash? Ja. Aber da spiele ich eh nicht mit so oft. Den habe ich gerade gespielt. Der hat einen Granatwerfer. Doch, der ist super. Hat jemand Fuse? Ja, ich habe Fuse. Das ist meine. Fuse ist echt eine super Klasse. Fuse und Blitz. Wir nehmen nur noch Fuse. 5 Leute. Das geht ja nicht. Ich weiß, aber wenn. Überleg dir das mal. Also ich kann mir nur tatsächlich gerade Ash oder... Ja, du kannst dir Ash kaufen. Cool. Dann nehme ich den... Dings da. Den Termit. Okay, ich habe Ash genommen, Patrick, ja? Ja. Termit kann, so gut, kann sich jemand immer durch eine Stahlwand gehen. Kann sich jemand den Kapkan kaufen? Den hat... Ach, den hast nur du, ne? Bis jetzt gehabt. Kapkan? Ja. Weil ich finde diese Cutscenes sind Kapkan, geil, ja. Die wir eingebaut haben. Weil wir haben halt zwei Leute, die diese Verteidigungsklassen, die sind glaube ich noch nicht so geil, die wir haben, wenn wir Verteidigung. Das stimmt. Ich kann mir leider nichts mehr kaufen, aber ich habe auch schon einige. Also wir haben einmal... Also Kapkan habe ich sowieso. Safe bei der Verteidigung habe ich den Rook, der ist halt ja, die Waffenwesten. Patrick. Ja. Wenn ja. Der Patrick den Kapkan, dann kannst du den... Ich habe den allerdings noch nicht wirklich gespielt. Bringt ach, Sprengfallen an Fenstern und Türrahmen an. Ja, das sind halt diese Laserdinger. Ach ja, genau, diese Claymore-Dinger. Mhm. Ja, Doc wäre sonst auch noch ganz interessant. Mhm. Ja, ich glaube, Doc ist für uns total uninteressant momentan. Mhm. Aber hier steht nochmal, feuert eine Spritze ab, um sich oder Teammitglieder aus der Ferne wiederzubeleben. Also aus der Ferne. Oh, das ist ja das Geile. Und dich kannst du auch direkt wiederbeleben. Wie ein Schuss. Ja. Ich glaube, du hast 2 Schuss damit. Kann man mal ausprobieren. Ja, klar, kannst du mal nehmen, Ben. Aber ob du dafür jetzt deine Punkte verschwenden willst. Ich habe meine Waffe mal ein bisschen aufgepimpt. Ich kann ihn auch gerne mal nehmen, aber das so sinnvoll ist. Ja, dann ist also beim Angriff ist halt der Glass das Problem, der hat halt mega fettes Visier und sowas. Hast du gehört? Ja. Bitte? Der Glass. Du müsstest dann immer mit einem Dreier-Squad gehen, halt als Medic, weißt du? Ja. Da hast du immer die Wahrscheinlichkeit, dass du 2 wiederbeleben kannst. Und ja, ich muss das mal ausprobieren. Pistolen haben die Visiere, ne? Nee. Du kannst Laser und so dran tun, was aber nicht so viel Sinn macht. Also du brauchst auf den Hauptwaffen und so brauchst keinen Laser. Du brauchst Nein, auf der Pistole nur, kannst du Laser drauf tun. Brauchst du auch nicht. Laser ist nur gut, nee, wenn du ein Schild hast. Ich meine nur, dass halt man es machen kann. Aus der Hüfte schießen. Ja, dann sage ich doch mal, wir machen, wenn ihr fertig seid, hier in Folgenpause, in der nächsten Episode geht's dann weiter. Ah. Dann werden wir nochmal wieder richtig ready to rumble machen, auch mit den neuen Klassen, die wir haben. Vielleicht sieht's dann besser aus. Ich habe auch meine Waffe aufgerüstet. Tobi, weiß ich nicht, was bei ihm ist. Nö, ich habe nichts gemacht. Er war ein Dominator.